So, liebe Leute, wie schon versprochen, jede Woche eine neue Saison Heimspiel Online. 25 Jahre gibt es uns schon und in der letzten Woche haben wir das erste Mal eine kleine Sendung aufgenommen. Ich nenne das jetzt mal Sendung, ist ja nur von meinem Arbeitsplatz aus aufgenommen. Und ich erzähle mal so ein bisschen hier anhand unserer schönen Hefte, die wir gesammelt haben, solange wir sie noch haben. Heute gibt es uns ja nur noch digital. So ein bisschen mal was über die Geschichte von Heimspiel und was einem da so alles in Erinnerung geblieben ist. Ich mal schauen. Ich habe versucht, mich heute mal wieder ein bisschen vorzubereiten, aber ich fürchte, ich bleibe schon wieder an vielen Seiten hängen, die ich beim Durchblättern dann doch noch irgendwie zwischen die Augen bekomme. Ja, 1996 gegründet, Saison 96-97, heißt hier in der zweiten Sendung Heimspiel, haben wir gar keinen Titel, Heimspiel, machen wir mal die Saison 97-98. Sagt nicht viel aus, aber ich habe heute mal, wie ihr seht, ich habe es vorbereitet, so ein paar schöne Post-its gemacht. Mal wieder völlig ohne Plan, werde ich jetzt einfach von vorne nach hinten nochmal durchgehen. Und ja, kann euch mal zeigen, zur Saison 96-97 war das erste Titelbild. Da seht ihr Ralf Pohlschmidt drauf, habe ich euch letzte Woche schon mal kurz von erzählt. Und wie ihr auch schon gesehen habt, sind da zwei Vereinsnamen drauf, die wir vorher noch nicht hatten. Und zwar HNK Adria und ein Name drauf, den wir bisher noch nicht hatten. HNK Adria und Eintracht Münster haben wir damit aufgenommen. Fand ich ganz cool. Adria hatte damals auch im Ostviertel von Münster gespielt und meine Herangehensweise war ja 08 anfangen und dann die Nachbarvereine, das war Saxonia zunächst und dann gab es da natürlich auch noch Eintracht Münster und den HNK Adria, fand ich immer ganz cool, diese Clubs, weswegen ich mich da auch dran gewendet habe, hatte da einen sehr netten Kontakt mit einem ersten Vorsitzenden, Präsidenten, wie man ihn natürlich nennt, Pero Popovic. Nicht nur ein schöner Name, sondern auch ein total netter Kerl, hat immer Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten und habe ich als Aktiver gegen Adria auch noch gespielt. Ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Auf jeden Fall ganz schöne Geschichte. Damals gab es in Münster, ich glaube, das war nach dem Krieg in Jugoslawien oder heutigem Ex-Jugoslawien, gab es viele Flüchtlinge, die nach Münster gekommen sind und die hatten dann auch alle so eine Lust am Fußball noch, dass wir halt eigene Vereine gegründet haben. Und da gab es heute noch den Club Mladost als Überbleibsel. Es gab den KF Kosovo, es gab HNK Adria, es gab Nova Bosna, also Bosnier, Serben, Kroaten, Kosovaren. Die hatten halt ihre eigenen Vereine, lief aber alles super friedlich ab miteinander. Und Adria war halt damals im Ostviertel bei mir im Zielfernrohr, also abgeschossen. Und ihr hattet letztes Mal, habt ihr gesehen, wie ich da ausgesehen habe. Lange Haare, wahnsinnig cool. Als dann die Welle mit den langen Haaren vorbei war, kamen die Glatzen. Habe ich mich natürlich mit angeschlossen. Ihr erkennt vielleicht noch mein erstes Hemd, meine erste Weste. Es ist nicht schön, solche Bilder zu zeigen. Das macht nicht nur Spaß, aber wir haben ja eine Chronistenpflicht, die Christian Lehmann ja sagen würde. Also haben wir das gemacht. Ich sehe gerade hier im Impressum, da habe ich letztes Mal nicht drauf hingewiesen, mein allererster Mitarbeiter, das war der Carsten Kellermann. Der war damals ebenfalls freier Mitarbeiter bei der Münsterschen Zeitung, so wie ich. Angefangen hatte ich bei den Westfälischen Nachrichten, war dann aber zur MZ gewechselt. Und Carsten Kellermann, mit dem hatte ich Heimspiel mal auf einer Party konzipiert. Ich hatte ihm erzählt, dass ich das machen will, dass ich da Bock drauf habe, wie ich das machen will. Und mit ihm habe ich all die vielen schönen Rubriken auch. Ach, jetzt ruft der Christian an, den muss ich jetzt wegdrücken. Christian, ich kann jetzt nicht, ich nehme gerade das Video auf. Tschüss. Weg ist er. Wo war ich stehen? Carsten Kellermann. Auf einer Party haben wir uns da stundenlang darüber unterhalten, wie man das alles so aufziehen kann, wie man das gestalten, rubrizieren kann. Und Carsten Kellermann, der ist heute Redakteur bei der Rheinischen Post in München-Gladbach, ist selber totaler Gladbach-Fan
und hat im Grunde genommen seinen Traumjob da gefunden, darf mit all den Größen von Borussia Mönchengladbach tagtäglich sprechen, telefonieren, ist im Stadion auch bei den großen Spielen mit dabei. Schönen Gruß nach Mönchengladbach von hier aus, du alter Brilonese. Ja, Carsten Kellermann, der war der erste schreibende Mitarbeiter. Er hatte hinten bei uns im Heft immer eine Kolumne, die hieß Kopfball. Und der erste, das war Duell der Giganten. Er schrieb vornehmlich, war das rezipiert, vornehmlich über Fußballbücher. Hat er wohl gerade zu der Zeit immer viel gelesen und dann rezensiert. Später hat er ganz viel durch seine Nähe auch zum Bundesliga- und Profigeschehen auch darüber geschrieben. Ganz interessant, sehr netter Entschuldigung, jeder ist hier immer sehr nett, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Aber das Ding ist, die waren wirklich nett. Echt. Carsten Kellermann. Und dann bin ich vom Hocker gefallen, als ich hier durchgeguckt habe. Manfred Kindermann, ich weiß nicht, wer im Frauenfußball unterwegs ist, der kennt Manfred Kindermann. Der hat damals die Saxonia-Frauen trainiert und der ist heute noch ständig unterwegs. An den Sportplätzen verfolgt den Frauenfußball und war damals Trainer von Saxonia Münster. Und das hatte ich total vergessen. Der hat uns offenbar die Texte geschrieben für den Frauenfußball. Total cool. Der war auch immer nett dabei. Übrigens auch Ernst Schunke bei Saxonia. Ach, den kennen ja viele von euch vielleicht noch. Die Älteren auf jeden Fall, ein Original. Und über den könnte ich eine eigene Sendung machen. Da wird er sich freuen. Hättest du wohl gern, Ernst. Mach ich aber nicht. Ja, so viel mal zum Anfang. Ich habe Heimspiel an der Stelle übrigens dann auch vom Vereinskopierer in eine Druckerei gebracht. Das sah zwar schöner gedruckt aus, aber naja. Ja, hätte ich immer mal das Geld gehabt, was ich gerne gehabt hätte hierfür, dann hätte das sowieso alles ganz anders ausgesehen. Hatte ich aber nicht. Aber das hat mich selten abgehalten. Ein anderer Mitarbeiter, total eine Seele von Amateurfußballjournalist, das war Stefan Beusen. Stefan Beusen, der war freier Mitarbeiter, der kam aus Norddeutschland, auch in die Münsterschen Zeitung, in die Redaktion, da haben wir uns auch kennengelernt und gequatscht und den habe ich auch irgendwie vollgelabert, dass er doch mal mitmachen soll. Und das hat er dann auch getan, das war er. Ein unheimlich sensibler Schreiber, der sich da total eingefühlt hat, auch in die Amateurfußballerseele und hat auch so geschrieben, war ein unglaublich netter Gesprächspartner, aber auch immer genau, also deswegen nicht unkritisch oder hat auch immer Nachfragen gestellt. Und Stefan Beusen ist eigentlich so, neben Carsten Kellermann, eigentlich einer der ganz, ganz großen Heimspielmitarbeiter, der jahrelang für uns gearbeitet hat, ohne einen Pfennig Geld dafür zu verdienen, übrigens wie ich, der mir geholfen hat, später, als wir eine eigene Druckerei hatten, eine eigene Druckmaschine, besser gesagt, im Keller mit mir die Nächte sich um die Ohren gehauen hat. Wir haben die Dinger gedruckt, wir haben die zusammengeheftet. Das war ein Getöse und ein Krach bei mir im Keller immer. Aber Stefan war immer dabei, hat mir geholfen, der hat mir auch beim Verteilen geholfen. Und Stefan ist heute inzwischen auch als ausgebildeter Redakteur in Braunschweig als PR-Fachmann aktiv und ein Mitarbeiter für Amateursport, wie man ihn sich eigentlich nur wünschen kann. Der hat seinen ersten Anstoß geschrieben. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er überhaupt mitgemacht hat. Und das war schon was Besonderes. Deswegen Stefan Beusen, bitte merken den Namen für die Zukunft. Wenn man mal irgendwann vorm Fußballgott steht, dann wird er dich fragen, wie hieß denn der Mitarbeiter von Andreas Teipel bei Heimspiel? Bist du denn überhaupt ein Amateurfußballer? Und dann kannst du aus der Hüfte schießen. Ach, Stefan Beusen natürlich. Mal weg da, ich will hier rein. Und dann wird er dich natürlich, der kennt auch Stefan Beusen. Also so eine Bedeutung hat er. Und dann... Ja, so, ich habe schon gesagt, beim Durchblättern, da werde ich immer wieder auf Sachen stoßen, auf Bilder stoßen und Gundolf Lorenz ist natürlich eine totale Legende im Amateurfußball in Münster. Ich verwechsel das immer, er hat jedenfalls auch sehr weit hoch gespielt früher, aber wer damals dann als
Trainer ist er mir das erste Mal über den Weg gelaufen, als er den SV Mauritz übernommen hat. Und Mauritz hatten wir, das war jetzt hier im, ach, mit so einer genauen Paginierung, das war im März 98, da hatten wir eine Geschichte über Gundolf Lorenz gemacht, wo genau diese Sachen drinstehen. Und ja, in Rooksel auch ein, ja, wer, also dass das Stadion noch nicht nach Gundolf benannt wurde, ist eigentlich ein Wunder. Zumindest mal eine Tribüne könnte man mal auf die Gundolf-Lorenz-Tribüne benennen. War ganz lange in Rooksel aktiv, wohnt auch da. Vater von Marc Lorenz übrigens, den ihr sicherlich auch kennt, der in Karlsruhe spielt. Und Gundolf war damals Trainer, hat Germania Mauritz hießen die damals noch, vor der Fusion mit Telekom Post SV, hat den SV Mauritz übernommen und ein so netter Gesprächspartner. Also hat so einen Spaß gemacht, immer mit ihm über Fußball zu reden, weil das auch immer mal ein bisschen tiefer ging als über die üblichen Floskeln, und immer nett, immer hilfsbereit. Genau wie Dinos Pizza Taxi, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Ich musste immer Sponsoren suchen, weil wir, anfangs haben wir uns vor allem über Werbung finanziert. Das hielt ich damals noch für realistisch. Hat sich leider als Fehler oder hat sich als irrealistisch, unreal. Ihr merkt, ich habe das Wort nicht richtig gefunden. Sucht euch eins aus. Dinos Pizza Taxi, den Typen habe ich bei der Mitfahrzentrale kennengelernt. Ich glaube, ich bin bei dem mitgefahren von Stuttgart aus. Und da haben wir so viel gelacht und so viel Spaß gehabt. Und der hatte gerade in Münster ein Pizzataxi aufgemacht. Da habe ich ihn gleich verhaftet. War auch ein großer Fußballfan. Aber ja, durch solche Firmen, durch solche Unternehmen, die uns dann auch immer begleitet haben und mitgemacht haben, das war schon, ja, Geld ist halt alles leider im Leben. Stimmt ja gar nicht. Die Liebe natürlich. Die Liebe ist alles. Dann Geld. Aber das stimmt nicht. Nein, wer was, das gehört halt einfach mit dazu. Schöne Sache. Weiter geht's. Die Münstersche Zeitung. Ach ja, geil. Einer meiner ersten Sponsoren war der Deutsche Hammer. Georg Koch. Ihr wisst schon, geiler Typ. Total netter Kerl. Der hat die Kneipe an der Warndorfer Straße gehabt. Die gibt's heute leider nicht mehr. Die hieß halt Deutscher Hammer. Und der war auch immer Preußen, Münster 08-Fan. Und da gab es im Stadion immer die geilen Durchsagen von ihm. Hältst du es nicht aus in deiner Kammer, dann komm zu uns in Deutschen Hammer. Trinkst du gern Feltins und Diebels alt, dann mach im Deutschen Hammer halt. Also das schalte dann immer über die Sprecheranlage. Das war so, erinnert mich dann immer an die Grotenburg-Kampfbahn, wo ich früher Bayer Uerdingen gespielt habe. Da gab es dann auch immer nach jedem Spielchen, frisch und kalt, ein lecker, kühles Diebels alt. Also, Schlösser alt war das. Schlösser war bei Bayer Uerdingen damals. Und er hat das da bei 08 so gemacht. Das fand ich immer unheimlich sympathisch. Und war auch lecker. Auch gerne mal Schnitzel. Den bin ich mal gerne besuchen gegangen. Nicht, weil ich einen Schnitzel gekriegt hätte, aber einfach ein netter Mensch. Zwischenstand. Jetzt sehe ich mal hier nochmal ein paar Tabellen. Wie viel sich dann doch auch immer wieder geändert hat. Da sehen wir hier eine Landesliga-Tabelle, in der die Spielvereinigung Frieden Tabellenführer war mit 43 Punkten, vor Emstetten 05 mit 40 und der FC Gießenbeck mit 40 Punkten. Als ich in den 90ern geschrieben habe, da war Gießenbeck immer in der Landesliga. Irgendwann waren sie aus der Bezirksliga in die Bezirksliga abgestiegen. Allerdings war das so quasi der Moment, wo man die Bogensehne bis nach hinten durchgezogen hat und dann flutsch sind sie bis in die Oberliga durch und waren nicht mehr gesehen. Aber hier, was haben wir noch? VfL Grafenwald, SC Hassel, Grün-Weiß-Nottuln, Landesliga. SV Mesum, all die alten Gesichter. Da war auch mal der SC Greve 09 in der Landesliga. War sehr schön. Roland Klein, mal wieder Torschützenkönig da oder Führender der Torschützenliste. Guido Hemmerski, Helge Marten. Was haben wir hier noch? So, ich habe noch zwei Pinöckel hier dran. Mal gucken, wohin die uns führen. Ich habe das schon selber vergessen. Ach ja, ein Highlight. Einer der prominentesten, die wir je interviewt haben. Heute nicht mehr unter uns. Jürgen W. Möllemann. Der hat uns tatsächlich ein Interview gegeben. Ich habe mal einen anderen Politiker, da waren wir auch immer hinterher.
Ich will ja jetzt nicht sagen, wer das ist. Das wäre für den Herrn sicherlich nicht so schön, aber der hat uns, da waren wir immer dran, immer angerufen. Ja, und so hat er uns vertröstet, aber nie gesagt, nee, ich mach das nicht. Bis er uns dann irgendwann total angebölkt hat, was wir denn eigentlich von ihm wollen und wir sollen ihn mal in Ruhe lassen. Aber Jürgen W. Möllemann, ehemaliger Wirtschaftsminister und FDP-Vorsitzender, und mit einem Fallschirm auf dem FC Gievenbeck Sportplatz bei der Einweihung an der Hensenstraße, glaube ich, gelandet. Der war eine Weile mit seiner Wirtschaftsberatung Trikotsponsor. Und er durfte den interviewen, Stefan Beusen. Wahrscheinlich hatte ich Schiss und habe den vorgeschickt. Komm, da musst du mal machen. Lernst du was? Und in Wirklichkeit hatte ich nur selber Schiss, den Möllemann zu interviewen. War schon cool. Was wir hier alles gemacht haben, also. So, jetzt komme ich, das war schon die letzte Markierung. Ja. Was haben wir denn hier noch? Eintracht Münster. Wisst ihr, Eintracht Münster war in den 90er Jahren. Nachdem die früher mal fünf Seniorenmannschaften hatten, jetzt sind sie inzwischen wieder da und in der A-Liga gespielt haben, hatten die damals nur eine Mannschaft, Eintracht Münster in der Kreisliga C, erste Mannschaft. Ich glaube, vielleicht hatten sie noch eine zweite Mannschaft. Und die wurden trainiert von einem ganz interessanten Typen, Christian Ecker hieß er. Blonder Jüngling. Und der hat mit der Mannschaft ganz gut gearbeitet. Mit dem habe ich auch mal sehr gerne über Fußball geredet. Und der ist dann auch mit denen irgendwann in die B-Liga wieder aufgestiegen. Aber hat noch eine Weile gedauert, bis sich da am Pleistermühlenweg dann auch wieder vieles anders bewegt hat. Das hatte natürlich dann auch mit dem Kunstrasenplatz zu tun, den wir bekommen hatten. Aber auch mit vielen engagierten Leuten, die da dabei sind, wie immer, überall. Da gab es einen Detlef Rausch, 17 Tore, 43 Tore, Andreas Sola, HNK Adria, gegen den habe ich auch mal gespielt. Aber nicht direkt. Ich hatte den, was kann ich mir wieder hieß. Stefan Prtitsch. Die Namen, die waren immer gut, vor allem zu schreiben. Der schönste Vorname zu schreiben ist die polnische Schreibweise von Christoph. Hatte ich mal alles auswendig drauf, kann ich inzwischen aber auch nicht mehr. Adria war aufgestiegen, 98, 99. SV Bösensel mit der ersten Mannschaft aus der Kreisliga B vor Teutonia Körde aufgestiegen. Dann hat man Gary Vaughan, Küster in der evangelischen Kirche im Ostviertel, hinten St. Moritz, war Torschützenkönig in der Kreisliga B2 mit 29 Toren vor Paul Müller, Saxonia Münster. Gievenbeck 2 aufgestiegen. Ich glaube, das war auch in der Saison davor, BSV aus Bevern Meister geworden, ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Kann man sich auch kaum daran erinnern. Wolbeck, Meister der Kreisliga A2. Naja, nicht ganz. Da fehlte noch ein Spieltag. Ja, liebe Leute, ach, Hamza Demirel. Der hat die 08-Reserve. Schönen Gruß an SC Münster 08. Ja, das war die Saison 1997, 98. Und ihr könnt jetzt von euch behaupten, ihr wart dabei. Bis nächste Woche, dann ist die nächste Saison dran. Arrivederci. Ach, Moment. Ihr müsst noch was gucken. Aljoscha Groß, Clubshop, die neuen Tassen sind da. Vielen Dank dafür. Kriege ich da Geld für? Nee, aber er ist auch ein Netter. Tschüss.